Hallöchen, Freunde. Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge, die war echt geil, haben wir überlegenen Nahkampf Verstümmler-Mod. Oh, geil. In der letzten Folge haben wir so eine Art D-Day gemacht. Das war richtig geil. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, einmal auf jeden Fall reinschauen. Lohnt sich. Was haben wir hier? I did, yeah. Why? Did you get me a wee thank you, Prezi? Classic Reuben. Getting everybody else to clean up his fucking mess. Real leaders aren't afraid to get their hands dirty. To go the distance, you know? Alles klar, ich mag dich nicht. Ciao. So, wir wollten ein paar neue Waffen ausprobieren, ne? Die auf jeden Fall sehr cool. Ich würde tatsächlich mal den Basie ausprobieren. War das der? Oh, wir haben nicht mehr viel Kohle, ne? Haben wir den oder den? Den hatten wir schon ziemlich oft, so ein Ding, ne? Sollen wir den mal ausprobieren hier? Komm, wir probieren den mal aus. Performer-Mod. Blutungsschaden ist, glaube ich, ganz geil, ne? Für einen Schlagring. Oh, das tut weh, wenn du den in die Fresse kriegst. Kritische Treffer immer gut. Ja. Und leicht müssen sie sein, ne? 451. Ist doch ganz gut, glaube ich. Stimmt, den einen wollten wir auch machen, den hier, ne? Den wollten wir auch mal verbessern. Yeah! Nahkampf-Verstümmler-Mod. Geil! Auf den warte ich schon eine Weile. Den ballern wir jetzt erstmal da dran. Glaube ich zumindest, dass das der war. Ja, komm, ich würde langsamer machen, aber mehr Damage, glaube ich. Glaube ich. Haben wir den nicht drauf? Verstärkung. Gleichgewicht. Erhöht die Kraft, verringert die Angriffsgeschwindigkeit. Noch mehr Kraft? Kritische Treffer sind immer geil. Was ist aber für eine Pistole, ne? Das gleicht sich ja dann. Das ist ja wieder Schwachsinn, wenn wir den nehmen. Wir haben ja vorhin. Dann hebt sich das ja, glaube ich, wieder auf. Na, jetzt haben wir eine sehr langsame Waffe, aber eine, die richtig viel Schaden macht. Glaube ich. Ich bin mal gespannt. Was unsere neuen Waffen hier so ausrichten. Packen wir den mal dahin und den mal dahin. Den packen wir dahin. Den packen wir dahin. Und den dahin. Ich glaube, so passt das, ne? Ungefähr. Ungefähr. Können wir noch ein, zwei Waffen verkaufen vielleicht, damit wir ein bisschen Kohle kriegen? Den behalten wir auf jeden Fall. Der kann weg. Das Gewehr werde ich auch nicht benutzen, glaube ich. Ich bin ja mehr so der Schlägertyp. Ich glaube, so behalten wir es erstmal. Okay. I swear, if you ask me where the food is. Was? Oh, no. Heard the cupboards are bare. I've worked in worse kitchens, but the finest kitchen in the world is still useless without ingredients. If you want a meal, you best hope the search parties have more luck. Okay. Schau mit V.
Schnell weg, bevor die gleich wieder anfängt zu reden, wenn wir weg sind. Wir machen... Was hast du? So. Ne, ich möchte gerne mal das lange Schwert ausprobieren. Oh, diesen möchte ich auch ausprobieren. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich bin gespannt. Ich weiß, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ich glaube, da runterspringen ist nicht schlau, ne? Fuck, ich habe mir keine Sicherung mitgenommen. Alter! Alter! Voll geil! Alter, wie geil sind die denn? Die machen richtig Laune. Guckt euch das mal an. Vielleicht meine neuen Lieblingswaffen? Jetzt haben wir nicht genug Sicherung mitgenommen. Scheiße. Halt der Maul. Ich habe den Timer gar nicht angemacht, Freunde. Ich schätze jetzt einfach mal die Zeit. So. So. Nicht schon wieder an die Kanalisation. Right. Way through shite. Get into the CDC compound. Find the blood sampler. Use it. Then back to the Serling to find a volunteer who'll give me a foot rub. The blue crab's safe now. I can check in there another time. Hazard suits, is it? Too good to wade through people's soup like everyone else? Die explodiert ja sofort. Nice. Cool. Okay, das war die. Okay. Hm? Was war das? Caustic X-Gear. Okay, durch Säure darf ich nicht gehen. That's caustic X on their feckin' backs. Also die ist auch nicht schlecht hier. Die Waffe. Oh, sorry. Ich wollte euch nicht stören. Green for go. Probably not a trap. Weg damit. Habt ihr gesehen, das halbe Gesicht hat da gefehlt.
die Waffe ist ein bisschen schwierig, finde ich, so was das Zielen angeht. Hallo? Autophage. Aw, oh, cute. They named it. 1 million unaccounted for? You mean 1 million flushed down under our feckin' feet? Das sieht nicht lecker aus. Hanging out in a body bag must get old quickly. Suppose I'd want out too. So, das Design von dem Spiel ist schon richtig geil gemacht, richtig düster, gruselig teilweise. Finde ich schon sehr gut gemacht. Und es macht richtig Laune. Was haben wir hier? Genauigkeitsvorteil. Blutdurst. Da. Ja, ich schieße ja jetzt nicht so ganz so viel mit Waffen, ne? Aber eigentlich brauche ich hier gar nichts. Ein bisschen verbessern vielleicht. Beziehungsweise reparieren, nicht verbessern. Da ist doch auch irgendwo einer drin, hundertprozentig. Oder auch nicht. Diesmal ist keiner drin, aber ich höre ein lautes Geschrei. Spookier than a goth club at 7 in the morning. Oh Mann. Oh Mann. Shite is just like the slop in the sewers. Oh my god. These body bags were fucking grow bags. Desinfizieren. Bringt glaube ich nichts mehr bei mir. Darf ich hier rein? Hallo? Ach so, hab den Schalter nicht gesehen. Mrs. Murphy told me only good could come from studying. But here, their studies came back to bite them in the arse. Literally. Hä? Da wollte ich gar nicht rein. Ich wollte mir das Geschriftbild da angucken. Na gut, bring sie alle um. So ungefähr. Klatsch. Oh, gib mir Leben. Da kommt was. So, weg damit. Oh, das war's schon? Ich dachte, es ist jetzt wieder so ein elendlanges Gemetzel, wo ich denke, das hört nicht mehr auf. Darf ich jetzt hier wieder rein? Das wollte ich mir hier angucken. The Jets worked it out too. But too late. Hi.
Was haben wir denn hier? So, hier ist nichts, ne? Ja, hier wird immer wieder neu austreten hier. Aber hier nicht. So, einmal sauber machen bitte. Und ihr hebt euch gegenseitig auf. Was passiert denn da jetzt, wenn man Säurekiste und Wasserkiste aufeinander legt? Wasserkiste gewinnt. Gut zu wissen. Wasser gewinnt immer. Hereinspaziert, hereinspaziert. Ich habe immer Angst, dass sie sich bewegen. Alright, I'm ready. Show me the freaky shit. Hier fetzt doch bestimmt gleich wieder alles kaputt hier. Ist mir eine Spur zu unheimlich hier. Oh Gott, was habe ich aufgesammelt? Oh Gott. Lag das da schon? Ich hab's nicht gesehen. Oh mein Gott. Ich gucke mich nur hier einmal um, ob hier vielleicht nicht irgendwas ist, was ich vielleicht gleich, wenn der Kampf hier losgeht, brauchen könnte. Weil ich habe eine neue eine neue Karte gekriegt, glaube ich, ne? You look like a blood sampler. Vampirismus oder sowas? Ich habe doch keine Karte gekriegt. Heiße Sohle. Erweckt den Pyromanen in dir. Dropkick-Angriffe entflammen Zombies. Aber sie entziehen dir auch Gesundheit. Ah, ne. Was haben wir hier? Kurze Lunte. Bis 10 zählen ist was für Loser. Entfesse den Raserei-Modus jederzeit, sobald deine Raserei-Anzeige mehr als halb voll ist. Ah, ne, das passt eigentlich so mit der Raserei. So oft benutze ich die ja nicht. Okay, Leute. Seid ihr bereit? Es geht los. No power. Na klar. Okay. Kabarilski? Was ist das denn für ein scheiß Kanister? Wo war die Wasserkiste hier? Da. Was sind das bitte für Wasserkanister? Guck mal, die stehen normal und das Wasser spritzt da raus. Und jetzt geht's los, der Kampf. Nee, doch nicht. Good evening, Dr. Dorian. Please enter your authorization code
You have one attempt remaining. A code? Since when does a blood tester need security? All right. Dr. Dorian, is it? Dorian was working on specimen type echo. Whatever that means. Not this one. Dr. Dorian. I need to be sure. Would be a lot. Nope. Ah, jetzt muss ich wieder die Leichen suchen hier. Hier, er vielleicht? Dr. Dorian, Dr. Dorian. Not you? Du? Bist du das? Ja! Yeah, not what I need. Hier war auch noch einer. Ugh. Auch nicht. Wo ist er denn? Hey, ich bin doch jetzt schon einmal rum. Zugangscode, kein Plan, Alter, wo der sein soll. Zugangscode. Huh. Papa. States of America? So, echoes are the screamy ones, eh? Dr. Dorian's pet project, looks like. Muss ich die Dinge alle durchsuchen hier, oder was? Not one of the screamy boys. Den haben wir. Ugh, exploders. I'm just gonna take a little step back. Hä? Schon wieder hier? Bin ich schon einmal rumgelaufen? Och, Leute! Gotcha, you loudmouth fecker. Now, where's Dorian? Should be around here somewhere. Ich suche den Autopsiebereich nach weiteren Hinweisen. Okay, our doc went over to help in Bay 3. Reich 3. Ah, Dorian. Place like this will make you lose your head. And arms, feet, knees, toes. Thanks for the code, Doc. Okay, Freunde. Ich würde hier ein Folgenpäuschen machen. Und in der nächsten Folge stecken wir unseren Arm da rein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss mit Ö.